Was geht ab, Leute? T-Wobbelt hier. Zurück von der EM. Eine Woche. Chillen wir hier wieder im Entertainment. Wir müssen ein paar Sachen regeln nach einem großen Event. Dass alle ihre Karten zurückbekommen, geldtechnisch auch alles regeln. Ein paar Videos drehen. Wir warten jetzt auf Bargisch. Dann geht's ab. Nico hat seine Hausaufgaben gemacht. Er hat ein paar Videos vorbereitet. Okay, Entertainment heute leer, Mann. Die ist nicht mal da. Ja. Ein paar Videos drehen und ab. So ist es. Wir haben gerade ein gutes Video gedreht. Nico war richtig gut. Er hat sich gut vorbereitet. In der Zwischenzeit ist Bargisch um Funtainment herumgefahren, auf der Suche nach Pokémon, und hat uns alleine gelassen, also echt traurig. Er wollte vor 40 Minuten da sein, ist vor einer halben Stunde schon gekommen, und dann hat er Pokémon gespielt. Und jetzt warten wir auf ihn, damit wir ein paar Videos drehen können. Wie viel hat Fahrt eigentlich gekostet noch, Rückfahrt? Rückfahrt. Nee, warte, ich hab 50. Nee, warte mal, wie war das? Tati hat 20, 50. Das müssen wir nochmal klären. Okay. Das müssen wir mit Tati klären. Ich war geständlich angekommen. Wieso, Mann? Ja, Mann. Ich will Dragoran, Mann. Alter, wollen wir mal Dratini auf dem Decks, Mann? Dann mal weg. Ich hab einen Dratini. Hast du einen Dratini? Ostbahnhof. Ostbahnhof. Was macht Dratini? Dratini vom Ostbahnhof, Mann. Der Ostbahnhof. Was ist los? Dratini am Ostbahnhof. Oh mein Gott, der Leiter leidet. Er fährt jetzt gleich hin. Er läuft drauf. Auf zum Ostbahnhof. Ich geh echt aus Ostbahnhof. Okay, mal, was hast du gerade gedacht? Du hast gerade überlegt. Was? Nein, ich geh echt aus Ostbahnhof. Das war kein Witz. Laber nicht. Nein, du hast Ostbahnhof sind vier Pokestops nebeneinander. Du kannst permanent mit Glocken. Ich war gestern auch an drei mit drei Lokmodulen. Alter, man so viele Menschen, so krass. Eltern mit Familien, alles mögliche. Kinderwagen und so, alle haben gespielt. Ich habe bei mir eine Arena, die blau war, Akali mit 1750. Ich so, oh mein Gott, ich level Arena ab, dass ich dazu tue, gerade einer war. Richtig, Mann. Da sind viele Pokémon dort. Ich check das ganze System. Also du musst mit einem Pokémon von deinem Team gegen das gleichfarbige Team kämpfen. Ja. Wenn du ein Pokémon besiegst, levelst du ein bisschen ab. Wenn du zwei schaffst, levelst du ein bisschen mehr ab. Und wenn es den ganzen Kreis gemacht hat, oh mein Gott. Schamanisch. Nein, checkst du das System echt nicht ganz. Wenn du den ganzen Kreis gemacht hast von dem Arena-Level, dann hast du zum Beispiel von Arena Level 3 auf Arena Level 4 gemacht. Dann kannst du dazu. Ist wichtig, ja. Ja, dann kannst also 4 heißt 4 dazu tun, 3. Ja, genau. Und jetzt bei mir zurzeit in dieser Arena, gleich neben mir in der Wohnung, Mann. Was war? Ein Electric. Oh mein Gott, Nico, was machst du, Mann? Das ist das zweitschlechteste. Das erste war Elton. Weil ich Flamara 1100 und dann er Akari 1650 war. Alter, wer hat hier Modul aufgemacht? Oh mein Gott, hier! Moment, der Nico Reinhardt hat gerade Modul. Ah, Nico, ich schnorre! Hast du gemacht? Nein! Komm, pass auf die Beschwörung. Ich bin tot, Mann. Wieso denn? Ist er tot? Ja, er ist tot. Halt dein Maul, Nico, lauf keinen Scheiß. Zeig mal seine Hand. Zeig mal deine Hand. Wie kann ich mit sowas tot sein, Hong? Sag mal. Ja, ist ein weißer Drache. Ja? So typisch. Karl kann Drachenschluck machen. Okay. Zeig mal den SP, den Dings, den Bänischer. Hey, was überlegst du? Ja, spielst du den? Ich kann aber nur die benutzen. Ja, Tor. Du willst ein Drag-Unity-Monster auf die Hand legen. Angriff. Auf die Hand, bitte. Stormy Mirror Force. Oh mein Gott, das wäre so geil, wenn Stormy Mirror Force wäre. Tornado. Effekt zu schreien. Das schlucht man nicht rein. Ja, echt, ey. Verdünn dein Scheißdeck, komm. Nimm den White Stone, Mann. Ja, kannst du was in der Endphase holen? Endphase. Du hast doch keinen. Ich hab dich verarscht. Kannst du auch den holen. Wieso hast du dann angegriffen, Mann? Immer. Natürlich greife ich an. Das Monster muss weg.
Wenn ich ein Skill habe, bist du tot. Skill tot. Nochmal bitte. Wenn ich ein Skill ziehe. Was ist dann? Dann ist er tot. Ja. Cut of the Mice. Alter, du bist echt tot. Okay, du Jude. Oh mein Gott, und so ein hässlicher. Break Sword. Break Sword. Tot. Ja, ist okay. Du kannst das Dragon Spirit ohne Namen einkassen. Holst Cube wahrscheinlich. Oder Frosch. Du bist doch eh tot, Mann. Ich geb nicht auf. Normal. Sagst du, Holst Cube ist online. Die mir leidet nicht. Was gibt die? Du musst mir die Tornado geben, du Idiot. Nein. So, er kann doch zu Breakswap machen, Mann. Ach so, stimmt. Wenn du Breakswap machen kannst, ja gut. Und der Entwick kann auch noch mal machen. So, so. Ja. Ist okay. Entwick. Die sichere Variante, man. Das ist ganz heftig, Mann. Wieso hast du nicht zu tot im Blöd gemacht? Ja, alles bald zum Pendeln. Ich muss mir jetzt alles banishen. Ich so, da habe ich Exit auf alles. Ich hab schon gesagt, dass du tot bist. Nochmal bitte. Der ist echt tot, Mann. Das ist echt keine Chance, Mann. Was war jetzt Alternative? Du hast ihn nicht gezogen. Ist er nicht suchbar? Na, ja, aber nur mit der Spell. Ja, leider spielt er die Spell nicht, oder? Ich habe 3 Stück, aber leider nicht gezogen. So ein Pech. Spell, Field Spell. Nein. Ja, anstatt der Spell hat er, anstatt dran, anstatt der Spell hat er Left Arm Offering. Ha? Left Arm Offering. Lohnt sich die? Variante lohnt sich nicht. Die ist stabiler mit Dragon Sprung. Sieht man ja. Sieht man ja. Was sagst du, Blue Eyes Experte? Seine Version ist endschlecht, sage ich. Okay, das sind ja verschiedene Versionen. Ich hab die gebaut zusammen. Wir haben eins zusammengebaut. Ja, du kannst echt nichts machen. Ja, er hat meins nachgebaut. Das zählt als Nachbär zusammengebaut, Mann. So Loco, Alter. Schau da wieder, 3 Lokmodul. Schau, da war ich gestern. Siehst du's? Schau mal. Beispiel Pokémon und Yugi gleichzeitig, ja, mein, es reicht für Dimi, Mann. Ja. Traurig. Warte, ich muss kurz Stelle war gestern zu hart. Barisch, warte, ich muss echt überlegen. Ich kann was Gutes machen. Ach, angeblich, Mann. Was hast du auf die Hand gesucht? Das kannst du machen, bitte. Das wäre kriegst, ich hol's gegen dies. Nicht so, du hast 3 und du kannst gar nichts machen. Doch, ich kann was machen. Aktiviere nicht mal Tornado, gespannt, wenn du jetzt irgendwas bringst. Jetzt bin ich echt gespannt, was er macht noch. Okay. Erstmal durchatmen. Jetzt hofft er auf einen Fehler von mir. Barisch, du bist der Fehler. So. Ja, und jetzt? Mein guter ging daneben. Wie viel Leben hast du noch? Ich hab 1,5 Schaden. Er hat gehofft, dass er tot ist, Mann. Warte. Ich aktiviere Tornado nicht auf ihn. Ich muss dir auch nicht. Ja, du willst es. Ja, jetzt greift er doch nicht. Angriff? Ja. Okay? Ja. Ja. Fertig. Battleface. Schuss. Ich muss überlegen. Schuss und überlegen, wie. Was, ja, ja, ich darf erschießen, aber ich habe nicht gesagt, was. Schuss? Du hast mit dem Finger auf die gezeigt. So ein Shit, Alter. Oh mein Gott, spielt mir live auf Kamera. Was ist das, Schuss? Ich habe Schuss gesagt. Ich muss überlegen, ob ich die Scale schieße. Ja, du musst ziehen. Du bist doch eh tot, der gibt dir nächste Runde Bobuko, Mann. Warte, ich schieß, Du zielst erstmal. Ich ziele. Obwohl du schießt, das kann ich nicht verändern. Ich ziehe wieder. Die? Ja. Angriff? Das kann er 8 rausbringen, nichts Besonderes, gell? Was hast du? Was machst du da? Ich will nur die Anzahl wissen. 2? Du so gebackenes. Oder? Frag halt. Ja, so, zeig deine Hand, Mann. Was ist das, Mann? So diese Knete oder was, Mann?
Du hast schon angegriffen. Er hat schon angegriffen. Ja, ja, beide haben schon angegriffen. Ja, okay, warte, ich überlege noch. Also ich habe 3 Angriffe gemacht. Ich überlege noch. Also nochmal Angriff, Alter. Drachenschlucht hast du auch schon gemacht. Du kannst nichts mehr machen. Die Optionen sind limitiert. Graveyard Mission, ja, ich gehe los. Felgrand spielst du nicht, gell? Wie heißt der? Der unberührt bleibt. Ja, das ist schon Felgrand. Heißt der Felgrand? Ja. Alter, ich gehe echt zum Pokestop gleich. Dimmi, beeil dich, Mann. Okay, ich habe auf deine Dummheit gesprochen. Gestern macht einer Lochmodul auf Olympiazentrum. Ich hab gehofft, dass du Tornado aktivierst. Ach wirklich? Ich hab das im Video, glaube ich, erwähnt, dass du darauf hoffst. Ach so, ich kann Endgame machen. Oh, mein Geki. Ich musste sehen, wenn er es aktiviert hätte, hätte ich gechained, die beiden rausgebracht. Ja. Ja. Und die wäre geschossen gewesen, hätte ich Exit zu Hope gemacht. Und dann? Ja, dann hätte er die Scale nicht mehr aktivieren können, dann wäre er tot gewesen mit dem einen Bumboku. Was hätte er gemacht? Zu Breaksword. Wie denn? Ich hätte doch mit beiden die restlichen Monster angegriffen, in der Battleface. Weil er hätte das gezielt. Ich hätte gechained. Das Ziel ist nicht mehr da, Angriff auf den Vorletzten, Angriff auf den Letzten. Du hast verloren, Mann. Mach mit Nico auf DM. Er macht's. Warte, kommt immer, wann er kann. Okay, jetzt ist gerade Sommerpause nach DM. Alle leiden. Was nah, was du? Doch, Mann. Jetzt geht's ab, Mann. Jetzt wird richtig hart getestet, ich und du. Dann bist du wieder Spieler, Mann. Schauen wir mal, für Gimini vielleicht. Okay, ich hab Ferien, Mann, ich hab nichts zu tun irgendwie. Okay, dann spielen wir mal bei DevPro, wir testen mal. Okay. Vielleicht ein Turnier, wo wir mal vorbereitet sind, wo wir ja, mal die vielleicht. Karten kennen. Falls wir fahren, also. Falls wir fahren, ja. Ist noch sehr unsicher. Egal, du weißt, Freitag 1 Uhr. Ja, ich weiß. Starttermin. Der Termin steht immer vor dem Turnier, Freitag 1 Uhr. Ja, Mann. Passt. Hey, Mann, wir sind wieder dabei, Home, wir spielen. Aber ich will nicht so eine Woche oder so bleiben, gell? Einmal so wie die anderen. Ey, ich will echt nur Wochenende. Du kannst dann schauen, wie du zurückkommst. Was, wieso? Du willst auch nur ein Wochenende? Nee, Wochenende. Ja, Wochenende. Ja, ja. Dann passt ja. Ist mit neuer Liste oder mit alter? Weiß man noch nicht. Okay, das ist scheiße. Testen. Das ist halt mit neuen Karten, aber neue Liste weiß man noch aber nicht. Aber wenn wir, sage ich mal, Karten aus dem neuen Set testen, dann können wir nichts verlieren. Wenn wir zum Beispiel Metal Fuse so testen, dann, sage ich mal, oder das Dark Synchro. So ist es. Pendel, ja, Cosmo wird auch nichts verlieren. Ja, Pendel ist gefährlich, Pendel, weiß nicht. Ja, Pendel, Cosmo kann verlieren. Nein, Pendel ist, ja. Ja, was wollen die wegmachen? Tinken? Darüber nicht theoretisch wollten wir noch ein Video machen, aber... Kommt noch, ja. Wir wollen mal nicht spoilern. Geht sich heute, glaube ich, nicht mehr aus. Ja, Mann. Naja, müssen wir mal schauen. Rimini, ich habe eigentlich schon Bock drauf. Ich weiß nicht. Ja. Man kann aber nicht so viel machen. DM! EM, du hast gesehen, Turnier hat bis 1 Uhr in der Nacht gedauert. Das war echt zu heftig, also, aber ich denke, die haben gelernt aus den Fehlern, YCS sind sie besser vorbereitet. Prag war, ging eigentlich, also Prag ging, glaube ich, fix, also Prag war nicht so lang. Also Prag waren wir, glaube ich, schon um 8, waren wir da, ja, da haben wir sogar noch eine Stunde geschlafen oder so im Hostel. Also Prag waren wir zeitig zu Hause, ja. DM war schon echt heftig, also DM war schon echt krass. Und ja, schauen wir mal. Wir sehen hier einen jungen Pokémon-Trainer. Hat seine Yu-Gi-Oh! Karriere aufgegeben für Pokémon. Ich überlege einen Channel aufzumachen, nur für Pokémon Go ohne Witz. Kein Spaß. Was eigentlich mit deinem Video über die Fahrt? Alter, das Material habe ich auch noch. Kommt es noch? Das Mädchen will nicht, dass es zeigt. Wieso? Weil sie Enter zu sehen ist. Aber sie erfährt es doch gar nicht. Ja, was denn? Da hat er recht. Ja, es ist nicht assi. Hast du ihr Visitenkarte von DBT gegeben? Die wissen alle, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe gesagt, hey, darf ich dein Video reinstellen? Das ist echt traurig. Barisch hat gesagt, er stellt alles online, aber... Ich habe echt krass Material, wie ich so durch Baustelle und so wie. Es ist dunkel, man sieht nichts. Okay, also Honig um den Mund schmieren und dann nichts online stellen, Mann. Echt krass, Mann. Schon ein bisschen traurig. Ist echt traurig, was, wenn du eine Freundin hättest, eine normale Freundin, und die sagt, hey, stell nicht online? Würdest du online stellen? Ja. Also, das bist du ein Assi. Du kennst sie doch also, nicht mal. Was? Hä, die ist bei mir in der Ausbildung. Ich kenne sie seit einem Jahr. Ich habe gedacht, du meinst das Mädchen dort in Berlin. Nein, das wäre mir scheißegal. Was hat das Mädchen bei der Ausbildung damit zu tun? Die ist auch nach Berlin.
Ah, du bist mit der zusammengefahren? Grundschule, ja. Ach, dann so. Gib halt die Material ohne ihr. Ja, das sind nur ein, zwei Videos. Wo hat sie übernachtet? Ja, die war bei ihrem Freundin und so. Wieso durftest du da nicht mit schlafen? Das war ganz woanders nochmal. Also nicht in Berlin? Doch, es ist warm in Berlin. Also doch nicht ganz woanders. Dann hätte ich halt länger fahren müssen. Ich habe halt das Hotel genommen. Hast du im Hotel geschlafen? Hostel. Aber die erste Nacht? Ach so, mein Gott. Das ist ja das Material. Ich sag ja, wieso hast du nicht bei denen geschlafen? Ich hätte echt gefragt, komm, aber... Ohne Witz, ich bin schüchtern, wenn ich so Mädchen nicht kenne und so. Das wären nur Mädchen da. TBT Real Talk. Ich sag nichts dazu. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.